Es sind also weiter schwierige Zeiten politisch für die Ampel und besonders für die FDP. Seit 2 Jahren sind die Liberalen in der Koalition und damit im absoluten Sinkflug, gerade mal 5% in der Wählergunst. Und die Mitglieder haben sich nur knapp für den Verbleib in der Bundesregierung entschieden. Unter diesen schwierigen Vorzeichen beginnt nun in Stuttgart heute das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP. Es wird ein Balanceakt für den Vorsitzenden Christian Lindner, der in Personalunion ja auch der Bundesfinanzminister ist. Schließlich muss er seinen Kurs verteidigen und sich gleichzeitig von SPD und Grünen abgrenzen. Es ist der traditionelle Jahresauftakt der krisengeschüttelten Liberalen. Das Dreikönigstreffen im Stuttgarter Opernhaus. Die FDP befindet sich in einem konstanten Umfragesinkflug. Seit der Bundestagswahl geht es stetig bergab. Von zwischenzeitlich 14% bei der Sonntagsfrage kratzt die Partei inzwischen nur noch an der 5%-Hürde. Dazu kommt auch die parteiinterne Unzufriedenheit mit der Regierungsarbeit. Zu wenig Abgrenzung wird bemängelt. Kaum mehr als die Hälfte stimmte bei einer Mitgliederbefragung noch dafür, die Regierungsarbeit in der Ampel fortzusetzen. Denn auch zwischen den Koalitionspartnern läuft es alles andere als reibungslos. Diese Entscheidungen müssen ja erstmal vom Parlament auch beschlossen werden. Und solange bis sie beschlossen werden vom Parlament, solange bis das Gesetz da ist, ist alles im Fluss. Das heißt, wenn am Anfang, wie zum Beispiel Habeck, ein Heizungsgesetz vorschlägt, dann ist es der Beginn des Prozesses und nicht der Abschluss. Und natürlich gehört dann auch Auseinandersetzung dazu. Es gehört dazu, dass man um den besten Weg streitet. Und das machen wir. Einer der Konflikte, die Schuldenbremse. Immer wieder gibt es Forderungen von SPD und Grünen, die auszusetzen. Zuletzt wegen der angespannten Hochwasserlage. Doch Parteichef Lindner zeigt sich hart, will trotzdem an der Schuldenbremse festhalten. In der Partei begrüßt man das. Für uns als FDP ist entscheidend, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Und da müssen alle Ressorts ihre Einsparbeiträge bringen. Für die FDP dürfte das Dreikönigstreffen eine besonders kämpferische Einstimmung auf das Jahr werden. Immerhin stehen 3 Landtagswahlen vor der Tür. Für Parteichef Lindner dürfte es darum gehen, die Regierungsarbeit zu verteidigen, sich aber auch der Unzufriedenheit in der Partei zu stellen. Und das Dreikönigstreffen in Stuttgart wird Leonie von Randow für uns beobachten. Guten Morgen, Leonie. Ja, die Bauern, die spielen auch beim Dreikönigstreffen offenbar eine Rolle, wie wir bei dir im Hintergrund sehen können. Aber die FDP, die ist schwer unter Druck. Also was für ein Balanceakt muss Christian Lindner da hinlegen, um die Partei wieder hinter sich zu scharen? Schönen guten Morgen, Carsten. Ja, tatsächlich ist die Ausgangslage wirklich denkbar schlecht. Also zum einen ist die FDP ja schon seit Monaten im Umfragetief. Im Beitrag haben wir es eben gehört. Derzeit ist sie bei ungefähr 5%. Und zum anderen hat sie ja gerade erst die Mitgliederbefragung hinter sich, wo ja nur eine hauchdünne Mehrheit von 52% angegeben hat, man sei für einen Verbleib innerhalb der Ampel. Insofern geht es für den Parteivorsitzenden heute darum, die Partei wieder hinter sich zu scharen, ein Stück weit natürlich auch die gesamte Partei einzuschwören auf das Jahr, was jetzt eben vor der FDP liegt, mit schwierigen Wahlen, insbesondere natürlich den 3 Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern, also in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen 3 Bundesländern liegt die FDP deutlich unter der 5%-Hürde, würde also aus dem Landtag fliegen bzw. nicht wieder einziehen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt hier für ziemliches Haareraufen sorgt, genauso wie der Dauerzoff innerhalb der Ampel, Stichwort Schuldenbremse, Stichwort Haushaltsdiskussion, die ja immer noch nicht endgültig verstummt sind. Ja, aber da stellt man sich doch tatsächlich die Frage, kann die FDP überhaupt eine Wende schaffen und wenn ja, wie? Das ist die ganz große Frage, die man natürlich versuchen wird, zumindest ein Stück weit hier auch heute in Stuttgart zu beantworten. Eine Sache ist vielleicht ganz wichtig. Man richtet den Blick, so ist mein Eindruck, wenn ich mich in der FDP umhöre, immer ein Stückchen weiter in die Zukunft. Also das, was wirklich über allem steht, das ist die Bundestagswahl 2025. Das erklärte Ziel ist, dort richtig gut abzuschneiden, zweistellig. Das betont die Parteispitze immer wieder. Da kann man sagen, gut, mit 5% im Moment ist man da
davon wirklich noch weit entfernt. Aber da wird dann eben wieder ein historischer Vergleich sozusagen angeführt, dass man auch ein Jahr vor der vergangenen Bundestagswahl bei 4% lag. Also ganz ähnlich wie jetzt und dann am Ende bekanntermaßen ja doch noch bei 11,5% rausgekommen ist. Insofern, man gibt hier die Hoffnung nicht auf, aber man hat sich auch ganz klar zum Ziel gesetzt, das liberale Profil, das muss innerhalb der Ampel wieder erkennbarer werden, auch wenn das natürlich mit weiterem Streit innerhalb der Ampel einhergehen könnte. Leonie, es wird interessant werden für dich und uns. Du wirst das beobachten. Danke für den Moment nach Stuttgart. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.